Ziemlich verrückt, was sich seit einer Woche an der Tunnelbaustelle bei Rastatt abspielt. Am Samstag hatten sich hier Bahngleise verrückt. Um rund einen halben Meter. Der Grund? Eine Havarie an der unterirdischen Tunnelbaustelle. Bei Vereisungsarbeiten soll sich die Erde abgesenkt haben. Bahntechnisch geht seitdem gar nichts mehr. Von der Sperrung betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden. Ein 50 Meter langer Abschnitt des Tunnels soll mit Beton aufgefüllt werden. Das Opfer, das dabei gebracht wird, die Tunnelbohrmaschine. Sie soll mit einbetoniert werden, denn es ist höchste Eisenbahn, auch beim Güterverkehr. Die Güterzüge stauen sich jetzt bis Rotterdam oder bis Genua runter. Die Bedeutung der Strecke, hätte ich eigentlich gedacht, dass man da Vorkehrungen trifft. Die Güter werden jetzt auf Lkw und andere Bahnstrecken verteilt. Die betroffenen Kommunen sorgen sich zum Teil um ihre Nachtruhe. Aber vor allem einer ärgert sich über die Bahn. Wolfgang Hartweg, Bürgermeister von Rastatt. Wir sind also, haben das aus der Presse teils erfahren, manches, sind nie eingeladen worden zu den Besprechungen, obwohl es vor Ort hier der Schaden entstanden ist. Funkstille also von Seiten der Bahn. Vielleicht kommt ja noch ein Signal, nur eben mit Verspätung. Das Baustellenfiasko, es weckt Erinnerungen, Reaktionen aus dem Netz. Ob BER, Elbphilharmonie oder S21, jetzt noch der Tunneleinbruch bei Rastatt. Kann die deutsche Bauindustrie überhaupt noch ein Projekt ordentlich durchführen? Bisher war diese Baustelle absolute Tabuzone. Jetzt sieht man endlich hautnah die Stelle, an der die Gleise absackten. Jürgen Kölmel, Abteilungsleiter Tunnel, hat die undankbare Aufgabe, die Journalisten durch die Baustelle zu führen. Denn viel sagen kann und darf er nicht. Wie geht es zum Beispiel weiter, wenn der Beton verfüllt ist? Die Gleise und die gesamte Bahntechnik werden abgebaut, das Schotterbett wird ausgebaggert. Dann soll an der Schadensstelle eine bis zu 150 Meter lange Betonplatte gegossen werden. Wenn die ausgehärtet ist, können dann Gleise und Bahntechnik wieder aufgebaut werden. Erst ab 7. Oktober dürfen demnach wieder Züge fahren. Aber Sicherheit geht vor, sagt die Bahn. Wir als Deutsche Bahn hätten uns zuallererst ein schnelleres Vorgehen gewünscht. Wir brauchen aber hier ein nicht nur schnelles, sondern insbesondere sicheres Vorgehen. Und hier haben wir das Verfahren gewählt, das beides am besten miteinander kombiniert. Auch für den Minister gilt: Helm auf und Warnweste an. Winfried Herrmann auf dem Weg zur Baustelle der Rheintalbahn. Ohne Medienbegleitung, aber mit Vertretern aus dem Bahnvorstand. Erst gestern hatte der Verkehrsminister sich gefreut, dass sich die Bahn zunehmend offener zeigt. Die Kommunikation ist wirklich schleppend gewesen, auch nicht umfassend, aber sie wird täglich besser. Das muss man schon sagen. Wir haben ihr aber auch dabei auf die Sprünge geholfen. Damit ist gemeint, dass im Verkehrsministerium in Stuttgart vergangene Woche die Bahnvertreter und die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden an einen Tisch gebracht wurden. Gerade jene, die vom aktuellen Umleitungsverkehr betroffen sind. Denn die fehlenden Ausweichstrecken seien das größte Problem, so das Fazit des Verkehrsministers nach der heutigen Besichtigung. Es werde zu einseitig in die wenigen Hauptstrecken investiert. Jetzt rächt sich, dass man zu wenig in den Schienenverkehr in den letzten Jahrzehnten gesteckt hat. Und ich kann nur sagen, die nächste Bundesregierung muss ein Programm machen zum Ausbau der Nebennetze, zum Abbau der Engpässe und zur Elektrifizierung und zur Zweigleisigkeit, damit vor allem der Güterverkehr auch Alternativen hat. Zur Ursache der Havarie erklärt die Bahn nur, dass die Tunnelringe im Untergrund verrutscht seien und dadurch Wasser in den Tunnel eingedrungen ist. Wieso es dazu kam, wisse man derzeit aber noch nicht.